Und jeder, der uns hört, ist tierisch gut gelaunt. Oh, wir sind keine Trockenpflaumen. Nein, wir sind was Besonderes für den Gaumen. Wir sind die Netten, die Schwarz-Violetten. Schon wieder. Wovon redest du überhaupt, Bebop? Das Hollywood-Schild hat Augen, Stretch. Natürlich, Mann. Und außerdem Ohren und eine Nase. Nein, im Ernst. Sieh doch mal, es starrt uns an. Ich hab mich wohl geirrt. Komm schon, Kumpel, beruhige dich erstmal. Ich hab ihn im Visier und er sieht perfekt aus. Ich entscheide, wer perfekt ist. Wetter! Pass auf, dass du nicht zu viel Sonne abkriegst. Du willst doch nicht purpurn werden. Ich sehe tatsächlich eine starke Ähnlichkeit. Wo ist das Foto von Professor von Pflaume? Ja, mit dem Schnauzer könnte Red leicht für Professor von Pflaume durchgehen. Der Erfinder der allergeheimsten Geheimformel, die die Welt nie gesehen hat. Diese Schuhe hier werden mir Boss Squash völlige Kontrolle über Reds Füße geben. Dann können wir die kostbare Formel des Professors stehlen. Tolle Neuigkeiten. Ich hatte gerade ein Konferenzgespräch mit dem König von Borneo und mit Louis von der Frittenbude. Das hören, Rudy. Naja, der König von Borneo sagte Hallo Jungs. Und Louis, der ist befreundet mit dem Manager von der Hollywood-Salatschüssel. Also habe ich euch dafür heute Abend gebucht. Was? Ist das dein Ernst, Rudy? Das hast du geschafft, Rudy? Klar. Hey, die Spitze ist echt eine Schüssel. Ich meine, die Schüssel ist echt spitze. Ja, sämtliche Trauben haben da schon gespielt. Jungs, dafür ist eine ganz neue Nummer gefragt. Logo, wir können ja meinen neuen Song ausprobieren. Und ich habe einige Beleuchtungseffekte. Die sind einfach überirdisch. Hey, hey, ihr macht das, Jungs. Die Schüssel fasst über 20.000 Plätze. 12 habe ich schon verkauft. Ich habe also nur noch 19.988 Telefonate zu führen. Ja, Babe, Beckerman hier. Ich bin auch nicht untätig gewesen. Ich habe mir einen neuen Tanz ausgedacht. Den Mango Fandango. Zeig uns, was wir tun müssen, Red. Ganz einfach. Bewegt euch nur im Takt und lasst alles in die Füße fließen. Lasst euch gehen und schon habt ihr den Mango Fandango. Oh, Liebling, wir würden den Mango Fandango auch gern lernen. La, 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 la. Hey. La, 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 la. Oh, baby. La, 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 la. Hey, hey. La, 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 la. Hey, nun. Komm, lass uns zum Tanzen gehen. Nimm doch meine Hand und mach's uns nicht so schwer, sag mir. Für Schüchternheit, Schüchternheit ist wirklich keine Zeit. Wie wär's denn mit uns zwei? Ich möchte bei dir sein. Meine Nummer ist Beachwood 45789. Schiebelt einfach an, ich würde mich wirklich sehr freuen. Schön los, was? Er holt da alles raus. So was nenne ich eine Kesselsohle. Red ist so süß und so cool. Ruf mich einfach dran, ich würde mich wirklich sehr freuen. Red Rosine.
Endlich lerne ich dich mal kennen. Ich bin ein großer Fan von dir. Ich hoffe, du akzeptierst dieses kleine Zeichen meiner Wertschätzung. Klasse, Tennisschuhe, kaum getragen, danke. Probier sie doch gleich mal an. Um sicherzugehen, dass sie auch passen. Die Glücksgöttin scheint mir hold zu sein. Ich habe das Gefühl, diese Schuhe passen wie angegossen. Wo ist der Typ hin? Er schnurrt wie ein Kätzchen. Bin ich nun ein Genie oder nicht? Babyface-Radieschen, im Vergleich zu mir bist du nur ein Stümper. Ich bin hier das Genie. Was, du? Ich war es, der den Nerv entdeckt hat, der von den Füßen direkt ins Gehirn führt. Ja, stimmt, aber... Und ich habe herausgefunden, wie man Reds Gehirn über seinen großen Zeh beeinflussen kann. Aber ich habe die Tennisschuhe erfunden, die seinen Zeh kontrollieren. Wieso funktioniert das Ding schon wieder nicht? Da ist ein Wackelkontakt drin. Ich weiß nicht wo. Ich kann ihn nicht finden. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Teste zuerst seine Füße. Später werden wir die Leistung verstärken, um sein Gehirn zu kontrollieren. Ich krieg's immer noch nicht richtig hin. Komm, zeig mir den Mango Fandango. Hey, was ist denn jetzt los? Mit meinen Beinen stimmt irgendetwas nicht. Herzen, Hirn, bring das unter Kontrolle! Achtung! Red geht über die Brüstung! Ich kann ihn nicht mehr halten! Komm schnell! Schnell drück Erdgeschoss! Bin schon dabei! So schnell waren wir noch nie unten! Spring, Red! Das Wasser ist angewärmt! Was ist denn in dich gefahren, Mann? Wow, keine Ahnung. Ich wollte nur... Hör auf, rumzualbern. Habt ihr das gesehen? Ich kann nicht mehr tanzen, Jungs. Ich glaube, ich verliere meine Coolness. Das wirst du nie. Du bist die coolste Rosine von allen. Du bist bloß ein bisschen nervös wegen des Konzerts heute Abend. Wenn ich diesen Knopf bediene, kann ich ihn einschläfern. Dann wird er hilflos sein und wir können ihn dazu bringen, die geheime Formel des Professors zu stehlen. Red, was ist los? Komm, wach auf. Hör auf damit. Ich glaube, Red dreht durch. Oh Mann, ich hol lieber die Jungs. Er ist hier die Straße runtergegangen und weichte wie ein Schäbi. Schnarchte wie ein Baby. Hm. Ich höre leises Schnarchen. Es kommt aus dieser Richtung. Ja, folgen wir dem Schnarchen. Hey, willst du Versteck mit der Liebe spielen? Dann glaub mir, ist das okay. Du bist noch im Zweifel mit deinen Gefühlen. Das ist was ich verstehe. Hey, yeah, nur glaub an mich. Pass auf, Baby, denn jetzt kommt ich. Ich schenk dir Liebe, die ehrlich ist. Mach dich bereit, mach dich bereit. Ich bin, was du schon lange suchst für dich. Mach dich bereit, denn jetzt komm ich. Sei bereit, denn jetzt komm ich. Ich komme. Sei bereit, denn jetzt komm ich. Ich sag dir. Sei bereit, denn jetzt komm ich. Und noch einmal. Sei bereit, denn jetzt komm ich. Lass ihn zu mir kommen. Wird gemacht, Boss, sofort. Hier, dieser Schnauzer sollte es bringen. Test mal seine Stimme. Sie muss sich genauso anhören wie die von Professor von Pflaume. Die neue Stimme war schwer herzustellen, Boss. Sie ist zum Teil deutsch, zum Teil französisch und zum Teil aus der italienischen Schweiz. Du musst ins Labor gehen, die Geheimformel holen und sie mir bringen. Sie, Senor, ich werde sie Ihnen bringen. Tut sweet, subito. Geklappt! Wir sollten uns lieber verstecken, während er die Drecksarbeit macht. Guten Morgen, Professor von Pflaume. Bonsoir, Sie Pflege. Oder sehen Sie vielleicht einen Sonnenaufgang? Ma non importa. Seht mal, das ist Red. Mit Bart. Warum geht er da rein?
Keine Ahnung, aber diese Kürbisse werden uns nie reinlassen. Ich weiß einen anderen Weg. Kommt! Bebop, du bleibst hier draußen und achte auf Verdächtiges, klar? Unauffällig benehmen. Badu, badu, du. Badu, badu, badu. So natürlich auch wieder nicht. Los, lass ihn rauskommen und uns die Formel mitbringen. Red weiß nicht, was er tut. Wir müssen ihn hier rausholen. Da ist er. Komm schon, wir bringen dich hier raus. Was soll das? Lass die Hände von meinem Kimono. Wir tun es doch nur zu deinem Besten. Ihr Schwachköpfe! Gnarli vous-à-vis! Ledersmitten, Lagerbier und Sauerkraut! Verrückte Schwachköpfe! Du kannst aufhören, so zu reden und nimm endlich den albernen Schnauzer. Mon Dieu! Oh, der ist gar nicht falsch. Wenn der Schnauzer echt ist, dann ist es auch nicht Red. Nicht Red? Welcher Red? Ich sei ein Professor von Pflaume und ihr seid zwei ortsansässige Ambres, nicht wahr? Jetzt lasst mir zufrieden! Ich muss zurück zu Labor. Wenn er nicht Red war, wo ist Red dann? Du kannst mir das Reagenzglas geben. Er hat seinen Zweck erfüllt. Schick ihn weg. Gib mir den verflixten Apparat. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Fahren wir, drück auf die Tube. Wir haben eine Verabredung mit dem Schicksal. Wie das wohl funktioniert? Ah, normal. Mal sehen, was passiert. Was mache ich eigentlich hier? Und was macht dieser Lippenteppich unter meinem Nieshaken? Red, ist alles in Ordnung? Glaub schon, aber was ist hier los? Keine Ahnung, aber du hast dich sehr seltsam benommen. Sicherlich verliere ich meine Coolness. Ach, hör auf, du bist derselbe alte Red, der du immer warst. Leg los, zeig uns den Mango von Dango. Naja, also gut. Ja. Na schön. Das reicht. Ich habe tatsächlich meine Coolness verloren. Ihr tretet am besten ohne mich auf. Ach was, du wirst es überwinden mit unserer Hilfe. Tut mir leid. Ich bin nicht mehr cool. Ich gehöre nicht mehr zu denen, die funky sind. Sag das nicht, Red. Du bist funky. Ja! Meine Zeit bei euch ist vorbei. Ich höre bei den kalifornischen Rosinen auf. Wir brauchen dich, Mann. Du warst von Anfang an dabei. Ohne dich haben wir keinen, der cool ist, Red. Sorry. Seht mal, hab ich gekauft, gefunden, ich meine erbeutet. Ist so eine Art Fernsteuerung, aber ich weiß nicht, was sie auslöst. Hä? Oh nein! Das war's also, was Red so verwandelte. Aber wie? Na, die Schuhe, Mann. Los, zieh sie aus. Genau, das war's. Red musste zwei Typen ein Reagenzglas geben. Dann düsten sie los. Oh, helft mir, Monsieur. Meine Erfindung ist verschwunden. Sie ist, wie sagt man, gestohlen. Haben Sie gesehen, wer es war? Ja, das war ich. Sie? Was ich meine ist, der Hombre war jemand, der genauso aussah wie ich. Ich meine, moi. Wenn ich sie sehe, denke ich, ich gucke in einen Spiegel. Einen haarigen Spiegel. Das erklärt doch alles. Diese Schurken müssen Red unter Kontrolle gehabt haben. Oh, wie terribel. Das ist meine höchst geheime Wachstumsformel. Oh, was für eine grande Katastrophe. Wie funktioniert die Formel? In Petit-Tropfen und alles wird gemacht sehr groß. Könnt ihr euch vorstellen, in was für Gefahr wir schweben, wenn Feldgeheimformel in Besitz von machthungrigen Idioten, Verrückten? Diese Schurken sind mit einer ganzen Gallone davon gefahren. Wir müssen diesen Abschaum schnappen. Aber wie? Ich glaube, ich weiß. Professor, wie wär's, wenn Sie zwei Tropfen auf diese Tennisschuhe tun? Umwerfend.
Du bedienst den Schuh. Wir werden einfach Professor von Flaumes Formel zurückholen. Seid vorsichtig, Monsieur. Diese Tinktur seien sehr instabil. Uno lautes Geräusch könnte Riesenschuh zusammenschrumpfen lassen auf winzig, winzig Petit. Ein Geräusch? Ja, Ragazzi, das hab ich gesagt. Lautes Geräusch. Du warst es nicht, der uncool wurde. Es war dieser Apparat, der das tat. Hoffentlich hast du recht, Mann. Ich habe Angst, dass mein Boogie vielleicht für immer weg ist. Seht mal, da sind die Halunken direkt vor uns. Gut gemacht, Mibo. Sie entkommen uns. Mibo, hüpf rüber. Oh, Boss, die holen uns an. Ach ja, das glaubt die nur. Ich kann nicht stoppen, schuppen, ich meine stoppen. Sie kleben fest. Mach schon, Bebop, volle Sohle. Du, Spitze, das macht Spaß. Das wird eng um meine Zehen rum. Ihr wisst doch, was der Professor gesagt hat. Dieses laute Hupen hat den Schuh geschrumpft. Dann werden wir ihn mit zwei Tropfen entschrumpfen. Und hier die attraktive Banana-Lady, die ihre Fußabdrücke auf dem Beton des chinesischen Theaters eingraben wird. Ach, ist das ein aufregendes Erlebnis. Aha, aber ich habe das Gefühl, dass ich für diese Ehre reif bin. Mach klar, lass uns. Meine Damen und Herren, ich habe erlebt, wie die größten Stars ihre Fußabdrücke hinterließen, aber nie hat jemand einen größeren Eindruck hinterlassen. Los doch, schneller, gleich haben wir sie. Festhalten! Na, was haben wir denn da? Einen Gefangenen? Das wird die Rosinen aufhalten. Pass auf, der 2 Schilling. Haltet euch fest, ich mache eine Absatzbremsung. So ein Pech. Deine Kumpels sind in eine Sackgasse gerannt. Klettern müssen, aber der Weg ist doch kürzer. Mhm. Das erinnert mich an unsere Karriere, Jungs. Wir haben uns von ganz unten nach oben hochgearbeitet. Diese Formel wird mir Millionen einbringen und dann werde ich nie wieder ein Bad nehmen. Igitt, nie wieder ein Bad nehmen? Wieso? Weil ich schon immer sehr reich werden wollte. Stinkreich! Klar! Hey, Boss, schlechte Neuigkeiten. Die Rosinen sind den Berg hochgeklettert. Zu spät! Während sie uns aus dem Staub machen, werdet ihr damit beschäftigt sein, Bebop zu retten, der in echten Schwierigkeiten ist. Wenn er sich auch nur um einen Millimeter bewegt, wird dieses herrliche Zaubermittel auf einen Knopf tropfen und macht ihn zu einer Quetschrosine. Du machst mir keine Angst, du alte Senfgurke. Damit werden wir entkommen. Halte durch, Bebop. Wir retten dich. 2 dicke Tropfen werden uns daraus einen geräumigen Hubschrauber machen. Was für ein herrlicher Anblick. Jetzt aber nichts wie weg. Oh, wenn der Tropfen runterfällt, werde ich ein Bebop-Rosinen-Omelett. Keine Sorge, Bebop, Kumpel, wir sind unterwegs. Oh, danke, Red. Hey, man tut's, weil man's tun muss, Kumpel. Sie entkommen. Wartet, ich hab ne Idee. Spuck's aus, Red. Ja, verrat sie uns. Jedes ohrenbetäubende Geräusch kann doch dieses Zeug wieder unwirksam machen, stimmt's? Also brauchen wir nur unsere Stimmen hören zu lassen. Was ist los? Mir wird's langsam zu eng. Verdammt, hier. Wir laufen ein. Hey, wie finde ich denn das? Durch unseren Gesang gefangen. Alles hat einfach prima geklappt. Du sagst es, Mann. Professor von Trauma hat seine Formel wieder.
Und die Gangster sind auf dem Weg in den Knast. Und wir auf dem Weg zur Hollywood-Salatschüssel. Rechnet nicht mit mir, Jungs. Meine Tage der heißen Schritte scheinen vorbei zu sein. Nein, sind sie nicht. Du bist von diesen falschen Tennisschuhen reingelegt worden. Ich glaube, ich bin erledigt, Doppel B. Sieh dir diese wackeligen Beine an. Schnell telefonieren. Rudi muss uns Reds alte Tennisschuhe zur Salatschüssel bringen. Nein, ohne Schuhe machen's meine Füße einfach nicht. Hey, hey, tut mir leid, ich wurde auf der Autobahn aufgehalten. Danke, Rudi. Das sind tatsächlich Reds Schuhe. Ja, es gibt doch nichts Besseres als das Original. Schön, dass meine bequemen alten Tennisschuhe wieder da sind, wo sie hingehören. An meine Füße. Genau. Na da, jetzt bin ich wieder cool. Du brachst mir das Herz, weil ich nicht tanzen konnte. Du hast mich einfach weggestoßen. Aber ich bin wieder hier und ich möchte dir sagen, jetzt geht es richtig los. Sag mal, liebst du mich? Sag mal, liebst du mich? Eine tolle Nummer hinlegen. Sag mal, liebst du mich? Liebst du mich? Weil ich jetzt tanzen kann. Pass mal auf! Hey! Leg los! Komm, ich sag es dir, Kleine. Leg los! Oh yeah, das geht in die Beine. Leg los! Und jetzt ein kleines bisschen Soul. Her! Los! Badum-bum. Ich tanze Mashed Potato. Mashed Potato. Und ich tanze Twist. Und ich tanze Twist. Jetzt sag mir, Baby. Sag mir, Baby. Dass es fabelhaft ist. Ganz fabelhaft ist. Sag mir. Sag mir. Das ist nicht gesättigt, Twitter.